Täglich passieren viele Unfälle und das Problem sind die Schaulustigen. Aber wir haben in Oberösterreich Leute, die sich Gedanken über diese Probleme machen. Das war so ein Sichtschutzzaun. Das ist bei Verkehrsunfällen oder anderen Ereignissen. Wenn man da schnell einen Sichtschutz braucht, wird der in Minuten schnell aufgestellt, ist flexibel, verlängerbar und bietet Schutz gegenüber Gaffer und anderen Leuten, die was dazuschauen wollen oder irgendwas fotografieren möchten. Deshalb bewarb sich Walter Auberger bei der besten Idee Deutschlands. Auf die Idee bin ich gekommen, dass ich da mit bei Sat.1, das habe ich im Fernsehen gesehen, da haben sie einen Ideenwettbewerb für die beste Idee Deutschland. Und durch das, dass ich ein paar wenig umdüftle und da habe ich ein paar so Ideen daheim im Schublockkastel gehabt und dann habe ich gedacht, fange eine raus und schreibe einfach raus. Dann habe ich da rausgeschrieben und auch gerade habe ich die Zustimmung gekriegt, dass ich da mit darf. Und dann waren wir 3200 Teilnehmer. Vorstellung, die erste Runde habe ich dann gepackt. Dann waren wir nur mal 1750 Teilnehmer. Und ja, und dann bin ich rausgefahren. Da bin ich dann rausgefahren auf Oberhausen. Das ist ganz bei holländische Grenze um und habe da auch mit da. Und durch das, dass mir das so gefallen hat, bin ich gleich weitergekommen für die Halbfinale. Und das war dann in Köln. Es war für den Oberösterreicher nicht leicht, vor der Kamera zu agieren. Ich war voll nervös, weil es für mich das erste Mal ist und dass ich das erste Mal vor der Kamera war. Aber beim ersten Mal war es extrem, aber beim zweiten Mal ist es schon besser geworden und das hat mir dann auch getaugt, war sehr lustig. Die Kollegen von Sat.1 kümmerten sich sehr um die Kandidaten. Das war eigentlich ganz super. Sie waren freundlich und alles und beim Hinkommen, es ist total, wie sagt man denn, stressig aber gerannt. Also es ist ein totaler Zeitablauf, du hast das einholen müssen, du hast dich vorbereiten können. Und du hast 1 Minute Zeit gehabt zur Vorbereitung, 1 Minute Zeit zum Präsentieren. Das ist aufgenommen worden mit den Kameras. Du bist in so einem Kammerl drin gewesen und warst ganz alleine und war eigentlich, ja, ist gegangen. Da habe ich so eine Präsentationsmappe, da kann man zum Beispiel eine Werbung aufwiegen, auf die Sichtschutzzaun. Die Kriterien für diesen Bewerb waren eindeutig. Die Voraussetzung, dass man da mit da darf, es darf kein Patent nicht sein, es darf noch nicht am Markt sein und es darf noch nicht publik gemacht werden, also dass das irgendwer kennt. Und das hat bei den ersten Vorstellungen war das dabei, bis dann zum Halbfinale auf weltweit geschaut worden ist, ob es sowas Ähnliches gibt. Beim Halbfinale sind sie jetzt draufgekommen, dass es in Nordrhein-Westfalen ein Pilotprojekt gibt, die was sowas Ähnliches haben, aber es ist ein wenig umständlicher wie das meine. Das meine ist, kann jede Feuerwehr und jedes Einsatzfahrzeug mitnehmen. Das Pilotprojekt, da brauchen sie einen eigenen Anhänger, damit sie es mitführen. Und da kann man es natürlich nicht so rasch zum Verstehen oder wer weiß ich was. Jetzt war das meine natürlich interessanter zum Mitnehmen und so weiter. Ich habe den Unfall schon nachgestellt. Da ist da der Unfall, da fahren die Autos vorbei, jetzt zieht man dann automatisch mein Sichtschutzzaun aus, verhängt das zusammen. Das ist also ein kleines Modell. Und dann sehen die Autos da nicht mehr auf die Unfallstütze über. Das heißt, ich vermindere Auffahrunfälle, durch das, weil es keine Gaffer mehr gibt, weil es nichts sehen. Und der Verkehr kann lückenlos fließen und wird nicht aufgehalten oder behindert. Und sind überhaupt in Minutenschnelle aufgestellt, meine Sichtschutzwände. Da habe ich mir ein Modell zusammengebaut, das wird ganz einfach aufgeklappt. Wird dann normal auf der Straße aufgestellt, wird mit Zahnsäcken beschwert, dass es fix steht. Und dann ziehst du das aus. Das heißt jetzt deutsches Hilfswerk, weil ich es für Deutschland gemacht habe. Und dann wird das so hingestellt. Und dann sieht nicht mehr einer. Ist schnell aufgebaut. Bei der Leitschiene wird es dann aufgestellt, dann wird das runtergeklappt. Und dann wird es fixiert. Und dann wird es ausgezogen. Das hält dann ganz super. Die Ideen nehme ich her, weil eigentlich, ich düftel ein wenig dumm. Also auf einmal koche ich wieder was und dann komme ich drauf, dass ich Zwiebel schneiden kann, wo es nicht rährst oder was. Da habe ich so ein Gerät entwickelt, da kann man 50 Kilo Zwiebel schneiden, da rährt man nicht. Dann baue ich ein Kastel zusammen, dann komme ich drauf, dass ich so einen Schlüssel brauche, wie bei einer IKEA-Imbus oder so weiter, dass das leichter zum Zusammenbau geht. Und lauter so Sachen. Oder wenn ich Dosen aufmache, fällt mir ein, da gibt es so ein, habe ich auch so ein Produkt gemacht, da gibt es so einen Schutz, damit keine Bienen oder was reinkommen. Das sind lauter so Kleinigkeiten, aber ich weiß eigentlich nicht, wie ich es am Markt bringen kann. Ich habe jetzt zwar für das eine ein Patent angemeldet, aber das andere zieht es alles ein wenig. Aber ich probiere einfach alles ein wenig. Natürlich wollten wir auch etwas über seine anderen Erfindungen wissen. Ja. Beim Zusammenbauen von Möbeln mit Imbusschlüsseln bin ich auf die Idee gekommen, weil wenn du die zusammenbaust und du drehst dabei und du musst den ganzen Kasten zusammenbauen, dann bin ich drauf gekommen, dass da Fingern und alles so weh tut. Jetzt bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich da so ein Holzstück gebaut habe,
Die steckt man dann da rauf und dann kann man da ganz leicht dran. Die weitere Ergebnis ist jetzt also ein Kunststoffteil. Den nehme ich, habe so ein Loch, stecke rauf und spüle mich da beim Zahnbau. Wenn ich es jetzt zu viel Draht habe, fahre ich rein mit dem Schlitz rein und ziehe ihn voll fest an. Durch das kann ich total super anziehen und habe überhaupt keine Schmerzen und keine offenen Finger mehr. Aber da habe ich jetzt das Gebrauchsmuster angemeldet und das ist mir schon durch. Aber jetzt muss ich erst schauen, dass ich es am Markt bringe, das Teil, Kunststoffteil. Bei der zweiten Runde begleiteten wir Walter Auberger, jedoch erhielten wir aus rechtlichen Gründen keine Drehgenehmigung, sodass wir nur eine Außenaufnahme von der Halle in Köln machen konnten. Wir wünschen unseren Oberösterreich-Vertretern noch viele gute Ideen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Für mich war das, dass ich mitarbeite, der besten Idee Deutschlands super, weil ich habe mich da beim Halbfinale unter die letzten 20 war da noch drin und dass ich das geschafft habe, war ich auch stolz, aber ich werde das Ganze im Projekt irgendwo weiterverfolgen. Vielleicht kann man da noch was machen draus.